Wir haben alles mit dem Jungen geklärt. Jeder macht mal Fehler und vor allem in dem Alter. Der Bro hat seinen Fehler eingesehen und gehört jetzt zur Rewe-Gang. Schau, Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute die Liebe. Ich krieg's nie hin, Alter. Die Liebe, saftiges Gnu. An der Hallo. Stelle, meine Freunde. Ihr wisst, dass ihr unterstützt einen Creator, Revinzeit oder saftiges Gnu angeben. Dann bekommt ihr nicht nur Renegade Raider, sondern könnt auch echt eine Menge Spaß haben im echten Leben. Ist kein Scheiß, wirklich so. Ich mach Gnu mal ganz kurz bei Fortnite stumpf, weil irgendwas hört sich das an, als würde sie gerade im Hintergrund auf Klo gehen. Ja, das ist Leute, der Wind. Der Wind, alles klar. Der Wind hört sich an, als würde sie gerade pinkeln. Ist in Ordnung, das glauben wir dir alle. Leute, wir haben heute eine kleine Idee. Und zwar hatten wir oft ja ein Custom-Server. Und wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, gibt es bei Custom-Server immer wieder Leute, die trollen. Viele dieser Leute werden von Epic Games direkt weggebannt, weil wir sie reporten. Es gab aber einen Menschen, der hat sich wirklich wagemutig und hartnäckig gehalten. Und der Kerl hat überhaupt keine Ahnung, dass wir ihn gleich darauf richtig aufs Übelste ansprechen werden. Er ist quasi eine Art Stream-Sniper und werden ihn gleich damit konfrontieren, warum er das eigentlich macht, weil ich verstehe es nicht. Normalerweise sollte man doch einfach nur gemeinsam eine Menge Spaß haben und eine geile Zeit in Fortnite. Ich würde sagen, wir laden jetzt erstmal den lieben Likey ein. Der liebe Likey ist nämlich der gute und liebste Mod der Welt von der lieben Gnu. Ich werde einfach sagen, Leute, dass wir so Fortnite-Pros suchen und wir wissen, dass er halt extrem gut ist, weil wir seine Statistiken angeguckt haben, Pipapo, irgendwie sowas und, Gott, das wird so unangenehm. Ich werde ihn auf jeden Fall geisteskrank damit konfrontieren. Ich werde ihn geisteskrank damit konfrontieren und auch vielleicht ein bisschen dumm anmachen, weil es hat einfach extrem abgefuckt. Aber nicht beleidigen. Ich werde ihn beleidigen, so dass er heult, doch. Nein. Doch. Denk dran, es sind Kinder. Ja, ich weiß. Hallo? Ja. Ah. Hallo, Leike. Hallo. Ist das Revi? Ach, du Scheiße! Eis 2000, es tut mir wirklich leid, wir warten hier auf jemanden. Okay, Leute, es geht los, ich komme in die Gruppe rein. Hallo. 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 Was geht ab? Hallo. Wollen wir normal Team spielen schon, oder? Oder? Ja. Ich bin eine Banane, Mann. Ja, lieber Strikes. Kennst du dich noch? Strikes. Nee, ich kenne dich nicht. Aber ich nehme gerade ein Video auf. Wir suchen immer noch Pro-Gamer, junge Pro-Gamer. Und deine Stats sind relativ gut. Und ich möchte jetzt, dass du ablieferst. Ist das klar? Okay. Okay, sehr gut. Ey, Digga, wenn das keine 20-Bomb wird, ich raste aus, Alter. Wir versuchen jetzt schon seit 2 Tagen, dieses Video hier fertig zu machen. Und ich möchte, dass du ablieferst, okay? Okay. Sehr gut. So, und jetzt geht das Spiel los, Gnu. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich echt nicht so unfreundlich zu ihm bin. Ja. Aber wir spielen jetzt erstmal ganz normal, Leute, mit ihm. Ja, wir sind ganz freundlich zu ihm so und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich nehme das gerade auf, das ist okay für dich, oder? Ja, alles gut. Okay, easy. Lass mal Paradise droppen, Digga. Ich bin schon längst draußen, aber die anderen zwei. Ja, alles Bombe. Entspannt, du, alles entspannt. Seit wann spielst du seit welcher Season? Seit Fortnite draußen. Seit Season 1, sagst du? Ja. Hintergrund müsste mal ein bisschen leise sein. Also da das echt im nett. Hintergrund lacht gerade Gnu. Ich weiß nicht, wie das geht. Nein. Opa. Lappen, Alter, hier. Lappen, ey. Komm mal, Ehre genommen, oder? Ehre genommen haben wir ihm. Das sind auf jeden Fall noch Gegner. Okay, das Spiel seitdem Fortnite draußen ist. Seit Alpha dann, oder was? Ja. Krank, Digga, krank, heftig. Spielst du nur PlayStation oder noch andere? Nur PlayStation. Und deine Familie ist gerade im Hintergrund am Chillen, glaub, oder? Scheiße. Das Schöne ist, Leute. Solange du dich konzentrieren kannst und abliefern kannst, ist alles gut. Ey, ohne Witz, Digga, wir wollen halt. Gnu, warum lachst du die ganze Zeit bei ihm im Wohnzimmer? Was machst du da? Ich versteh es nicht, Alter. Okay, Gegner vor uns, O. Ja. Oh mein Gott, ich bin low, aber er ist down. Oh, andersrum, ich bin down, aber er ist low, so rum. Digga, stark, Stikes, sehr stark, sehr stark. So Leute, und jetzt gleich werden wir ihn in der nächsten Runde dann mal darauf ansprechen. Ich hab eine Mietkette für dich. Ehrenmann, gib mal her, Digga. Okay, also man merkt auf jeden Fall schon, er will nicht so wirklich mit uns reden, Gnu, ne? Man merkt, es ist was im Raum und es ist ihm unangenehm. Aber was genau ihm unangenehm ist, das wissen wir natürlich nicht, weil wir haben ja gar keine Ahnung. Wir kennen ihn ja auch gar nicht, Leute. Wir kennen ihn ja gar nicht und können es gar nicht an ihn erinnern, Alter. Das ist ja das Gute, wisst ihr? Gnu, gib das zurück, Alter! Mann! Hör auf, die ganze Zeit zu stehlen von mir. Gnu, hör auf jetzt! Niemals! Stikes, kurze Frage, ganz wichtig, um zu entscheiden, wie gut du wirklich in Fortnite bist. Welchen Creator-Code musst du denn? Das sag ich dir nicht. Doch, Bruder, sag mal, komm, kannst du doch ruhig sagen, Digga. Ich bin nur saftiges Gnu. Ossi! Saftiges Gnu? Das ist doch stark. Bist du eher ein Gnu-Fan? Ja. No. Aber ich hab früher mit Gnu und Legendary habe ich gestreamt, aber seitdem Seit wann was? Was ist? Es ist ultra laut bei dir. Man versteht dich fast gar nicht, Digga, wirklich, weil im Hintergrund die ganze Zeit dieses Geräusch ist. Okay, Leute, ich will noch nicht, dass er es jetzt schon weiß, Alter, dass wir es wissen. Okay, ich glaube, er richtet gerade sein Headset. Ich sag's dir nachher. Zeit. Alles klar, entspannt.
So, sehr gut, Gnu. Guck, so playt man das Game. Verstehst du, Gnu? Man muss ein bisschen mit der Psyche. Ich hätte jetzt gewünscht, dass dein Creator-Code Like My Style drin hat, aber. Gibt es den tatsächlich? Ja, den gibt es tatsächlich. Ja. Alter, Ehrenmann. Aber den nehme ich nicht. Danke. Oh. Das freut mich. Wie alt bist du? Ich bin 16. 16 schon, krass, Digga. Nice. Soll ich ihn jetzt schon drauf ansprechen oder soll ich noch was warten? Ja. Stikes. Guck mal, du hast ja einen Renegade Raider, ne? Ja. Ist ja ultra viel wert, der Skin, ne? Ja. Vor uns Gegner tatsächlich. Ich bin wieder. Oh, leck. Hilfe, Leute, Hilfe. Wenn ihr an die Scarboard wisst, ihr mich wiederbeleben. Sehr gut. Easy, Alter, easy. Bin schon dabei. Stikes, Digga, was ich gerade sagen, oder was ich gerade eher fragen wollte. Schau mal, du spielst ja seit Season 1 und hast einen ultra heftigen Skin, ne? Eine Sache, die ich einfach mal gefragt haben wollte, ja? Du erinnerst, also jetzt mal ganz kurz, so, du weißt doch genau, warum wir hier sind, oder? Du weißt doch genau, warum wir hier sind. Nö. Weißt du nicht, du weißt nicht, warum wir hier sind. Schau mal, wir kennen dich schon was länger, muss ich ganz ehrlich sagen. Seitdem du damals bei den Kasten-Servern tatsächlich angefangen hast rumzutrollen. Und soll ich dir mal eine Sache sagen? Also will ich eine Sache, hier liegt noch ein Bigness für einen von euch. Stikes, schau mal, das Ding ist, warum du deinen Account auch nicht verloren hast, da musst du uns eigentlich jetzt erstmal an der Stelle danken, weißt du? Ist kein Witz. Weil Stream-Sniping, weißt du wahrscheinlich, ist ja eine Sache, die eigentlich nicht erlaubt ist, ne? Ja. So. Und es wäre ja echt scheiße, sag ich mal, wenn Epic jetzt hingegangen wäre und dein Account deshalb weggebannt hätte, oder? Ja. Mhm. Also an der Stelle kannst du dich auf jeden Fall erst nochmal bei Gnu bedanken, dass sie dich da so eingesetzt hat, dass das nicht passiert ist. Danke, Gnu. Bitte. So, und jetzt wollte ich einfach mal ganz kurz nachfragen, was bewegt dich denn dazu, Digga? Was bewegt dich denn dazu? Warum machst du das denn? Guck mal, weißt du, es geht darum, wir sind im Kasten-Server alle zusammen, deine Eltern reden da im Hintergrund, alles super, geile Zeit, die wir alle haben. Und dann kommst du und machst es uns einfach kaputt. Warum? Es waren ja eigentlich zwei. Es waren ja zwei. Ja. Der ist ja gar nicht mehr in Fortnite drin, richtig? Ja, das spielt gerade auch bei mir. So, wie gesagt, wir haben... Aber warte, hier oben am Berg sind Leute. Eigentlich wusste ich selber nicht, warum ich das gemacht habe. Also einfach um für Aufmerksamkeit oder so. Ich meine, was hast du davon? So, es bringt dir keine Stats, es geht hier um Custom-Server, weißt du? Vor mir sind Gegner, Jungs, kommt mal bitte her. Aber du hast ja nichts davon, verstehst du, was ich meine? So, es bringt dir ja nichts. Ich weiß. Ja, was mich halt eigentlich daran nur genervt hat, ist halt, mir taten halt die Leute leid. Das war eigentlich das Einzige, was mich daran halt echt nervt. Dein Kumpel war halt auch voll oft dabei. Was hat denn der für ein Problem eigentlich? Warum hat denn der das gemacht? Was war denn sein Grund? Er mochte mich nicht, deswegen hat er das gemacht. Ja, wow. Aber das ist ja kein Grund, das macht ja keinen Sinn. Guck mal, weißt du, wenn er doch Fan ist, warum geht er dann hin und fuckt dann andere Leute ab? Verstehst du? Der hat da ja nichts von. Das hat er eigentlich auch bei anderen YouTubern mal gemacht, die er mal gefeiert hat. Hat er die auch gespielt, dann hat er die abgefuckt. Aber das ist ja dumm, das ist ja wirklich dumm. Das ist doch wirklich dumm, das verstehst du doch auch, oder? Der hat ja effektiv nichts davon, gar nichts. Was ich vorschlagen würde, dass Stikes die Aufgabe bekommt, künftig, wenn wir Server-Games machen, uns vor solchen Leuten zu beschützen. Was sagst du dazu? Dass du der Bodyguard bist von uns und mit uns quasi hier in eine Lobby kommst und aufpasst, dass keiner Scheiße baut. Du hast jetzt die Chance, das alles wieder gut zu machen, wenn du magst. Das wäre doch eine tolle Aufgabe. Nochmal, wie gesagt, wir wollen dich jetzt nicht dumm anmachen oder so, aber du kannst echt froh sein, dass dein Account nicht weg ist. Also ich meine das ernst, wirklich. Ja, ich bin auch froh. Weil was sagst du dazu? Machen ist wir das so? Verboten so? Ja, okay, dann machen wir es so. Ach süß, wir haben einen Bodyguard. Ja, pass auf uns auf. So. Ich glaube, das ist doch eine gute Sache, oder? Gut, Digga. Und jetzt holen wir uns noch Highground hier und holen uns einen Win, okay? Schau mal, ich bin echt nicht sauer so und ich bin auch den Leuten nie persönlich sauer oder sowas, aber es nervt dann einfach. Wir gehen da hin und setzen uns hin und nehmen uns eine Menge Zeit, weißt du? Ja, vor allem die Mods, und möchten halt für die Community was Geiles machen, paar nice Videos produzieren, ne? Ihr habt mir auch alle sehr leicht getan zum Schluss. Deswegen wollte ich dann das nicht mehr mit... Über uns Gegner. Richtung O. Aber ich finde es schön, dass das erst einsieht. Einer ist knockt, komm her, schnell. Und auf die Riften. Hier hin. La. Sehr nice, sehr schön, Leute. Also, ich hab heute irgendwie gar keine Kills. Das ist nicht schlimm. Likey, wie viele Kills hast du jetzt? 4. Wie viel hast du, Gnu? Einen. Ich hab 5, läuft doch hier. Okay, also wie gesagt, wir sind nicht sauer oder sowas auf dich, aber ganz ehrlich, das hättest du dir einfach sparen können. So, und dann deinen Kollegen auch, ihr beide habt Glück gehabt, weil Gnu halt meinte, hey, die sind noch wahrscheinlich relativ jung. Wenn es an mir gegangen wäre, eure Accounts wären weg und ihr hättet alles, wofür ihr die ganze Zeit gearbeitet habt, verloren. So, wir arbeiten ja eng mit Epic Games zusammen, weißt du? Ja, da wäre... Und guck mal, du hast ja nichts davon. Es bringt dir effektiv nichts, weißt du? Und wir nehmen uns mal hier kurz Highground. Aber ich find's schön, dass er es einsieht und dass er jetzt dann unser Bodyguard ist künftig. Das stimmt. Seien wir doch mal ehrlich, es war schon unnötig, oder? Ja. NW hinten.
bin eine auffällige Banane, snipe mich, bin schon einfach faul. Das sind nur zwei Leute, nur noch zwei Leute gegen vier, das schaffen wir. Wir können eigentlich hin, oder? Wir Warum? Die pushen uns wahrscheinlich, die pushen uns, die sind wahnsinnig. Oh, ich werde gepusht. Komm, runter zu ihm, schnell, helfen. Ja, nipp. Kommt. Ich mach Druck. Die Typen sind richtig am Schlitz. Leute! Ist da oben der Cowboy, Vorsicht! Oh oh. Oh, ja, na. Jungs. Aber das sollte auf jeden Fall eine kleine Ansage hier an alle Stream-Sniper und sowas sein. Ey, Leute, ihr habt davon effektiv gar nichts. Es bringt euch nichts. Ihr habt damit nur eine Menge Stress. Seien wir doch mal ehrlich. Ich finde schön, dass du... Dankeschön. No. Ich finde es gut, dass du nachvollziehst, Digga. Ich finde es gut, dass du nachvollziehen kannst. Du hast deine Lektion gelernt. Wir sehen uns auf jeden Fall dann die Tage. Sicherlich nochmal wieder, wenn wir Custom-Server machen. Du bist dann unser Bodyguard. Und an der Stelle, ey, Herzen gehen raus an dich für deine Einsicht. Ja. Mach's gut. Danke dir für das Video und für deine Einsicht, ne? Du bist trotzdem der Hammer, okay? Nutz bitte meinen Creator-Code. Nein. Super, schade drum. Okay, mach's gut. Danke dir. Auf Wiedersehen. Ciao. Ja, Leute, das war's auch von diesem kleinen, aber feinen Video. Ich hoffe mal, dass der Kerl seine Lektion gelehrt hat. Ich denke halt ja, schon. Ja, ich denke auch. Ich küsse eure Augen. Schaut auf jeden Fall bei GNU vorbei. Danke, ein Like fürs Organisieren dieser ganzen Geschichte. Und ich denke mal, die Message ist klar. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis dann. Ciao.